hatte lange eine Aura um sich herum errichtet, bei der man eigentlich nicht mal wissen durfte, wer das ist. Das heißt, wenn man in Pullach vor dem Tor stand und dahinter sah, da ist ein großes Gebäude, da blinken die Lichter, da muss ja eine Behörde sein, war das lange dort weg. Und dann hat man sich entschieden, nee, in Pullach können wir jetzt ja schon ein Schild hinhängen, Bundesnachrichtendienst. Aber es gab Außenstellen bundesweit, die hatten dann zum Teil recht fantasievolle Namen, wo man jetzt nie auf die Idee gekommen wäre, das ist eine Filiale des BND. Das, weil man gesagt hat, das muss so sein. Also diese Denke, alles muss irgendwie geheim sein. Es gibt wichtige Bereiche, die sind wirklich geheim zu halten. Aber wenn sich Nachrichtendienste da auf einen gesunden Mittelweg begeben und sagen, was müssen wir wirklich geheim halten, selbst recherchieren, ja, wo sind wir, auch wenn wir einen Fantasienamen an die Tür hängen, da kommt jetzt das Schild hin, BND, Außenstelle sowieso. Und er hat auch gesagt, auch dass Mitarbeiter, die jetzt nicht im operativen Bereich drin sind, sondern vielleicht in der Verwaltung oder im Haushaltsreferat arbeiten, nirgendwo erzählen dürfen, ich bin beim BND, sagt er, was soll das? Ja? Und das sind solche Dinge, wo ich wo ist Geheimhaltung wirklich essentiell und auch für operationale Zwecke zwingend notwendig und wo kann sich aber auch eine Behörde öffnen, auch um Selbstbewusstsein zu sammeln. Ich habe mal heute die Frage gestellt, wenn wir die Dienste so behandeln, wenn man sie zum Teil behandelt hat, wer soll sich denn da bewerben? Wo sollen denn die guten Leute herkommen, die wir da brauchen? Glauben Sie, steht jemand auf und sagt, hey, ich bewerbe mich morgen beim Verfassungsschutz, weil er dann so viel Beifall kriegt bei seinen Alterskollegen? Will ja dann keiner. Also da müssen wir auch aufpassen, dass zwischen Kritik, Reformbedarf, wir auch noch die Mischung halten, dass hinterher auch die guten Leute aus allen Bereichen, auch aus der Wissenschaft, auch das Interesse haben, zu einem deutschen Nachrichtendienst zu gehen, weil da gute Arbeit gemacht wird. Frau Dr. Högl. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich sage auch gerne noch mal was zum Stichwort Öffnung des Verfassungsschutzes, weil ich ja so sehr dafür plädiert habe und das eint uns ja hier auch. Der Verfassungsschutz muss sich in die Gesellschaft öffnen. Ich habe das eben schon mal gesagt, weil es unser Verfassungsschutz ist und unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat schützt. Und deswegen plädiere ich dafür, da auch Vorbehalte abzubauen, sondern sich zu nähern und sich auszutauschen. Und ich schilder mal ein Beispiel aus Berlin, was ich klasse fand. Wir sind im Zuge der NSU vertauschten Akten Rechts- und Linksextremismus in Berlin unsere Verfassungsschutzpräsidentin losgeworden, Abteilungsleiterin in der Innenverwaltung, die musste zurücktreten, hat die Verantwortung da übernommen und haben einen neuen Verfassungsschutzpräsidenten bekommen. Bei uns heißt das nicht Präsident, aber ich nenne es jetzt mal so Chef des Verfassungsschutzes. Und der hat als allererstes ein Kinder- und Jugendzentrum der Falken besucht. Das war eine seiner ersten Amtshandlungen. Und zwar ein Kinder- und Jugendzentrum der Falken, auf das es in der Vergangenheit immer wieder rechtsextreme Brandanschläge gegeben hat, wo es ein großes Glück war, dass niemand zu Tode gekommen ist. Das hätte leicht passieren können. Und er hat gesagt, ich tausche mich mit allen aus, mit denen, die Opfer sind von rechtsextremer Gewalt und Angriffen und Übergriffen, denen, die davon bedroht sind und denen, die darüber Kenntnis haben. Ja? Und das ist das, was ich jetzt nur mal exemplarisch an diesem Beispiel mit Öffnung meine, dass wir auch Vorbehalte, die wir haben, dass wir die hinterfragen und dass wir Grenzen überschreiten und sagen, wir tauschen uns einfach aus. Denn wir haben festgestellt im NSU-Untersuchungsausschuss, im Grunde genommen wusste der Verfassungsschutz gar nichts, wenn ich das mal so deutlich sagen darf. Die hatten keine Ahnung davon, dass rechtsextreme Straftäter keine Bekennung schreiben, Bekennerschreiben absenden oder irgendwelche Bekennungen machen. Das haben wir uns dann im Untersuchungsausschuss haben wir das auch herausgearbeitet. Das galt in gleicher Weise für die Polizei. Also dass doch eine relative Ahnungslosigkeit da auch herrschte. Und ich sagte das vorhin schon, es gibt so viele Menschen in unterschiedlichen Bereichen, die sehr viel Ahnung haben. Und das müssen wir austauschen. Also der Verfassungsschutz muss auf die zugehen. Und das andere ist, ich finde, dass die Kontrollgremien in den Landtagen und auch im Bundestag, die sollten auch öffentlich tagen oder viel mehr von ihren Erörterungen öffentlich machen. Ich halte überhaupt nichts von dieser Geheimniskrämerei in dem ganzen Bereich von Nachrichtendiensten, sondern ich finde das absolut richtig, dass
Kontrollgremien oder Ausschüsse, die sich Verfassungsschutzausschuss nennen oder so, das ist ja in den Landtagen auch unterschiedlich, dass die sagen, wir machen einen Großteil unserer Tagesordnung öffentlich und da können Bürgerinnen und Bürger sich hinten reinsetzen und hören, was wir dort erörtern, was wir für Fragen stellen. Ja, dann haben sie auch die Rechtsextremisten da drin sitzen oder die Linksextremisten oder die Geschäftsführerin von Scientology oder was auch immer und dann haben sie natürlich eine abgespeckte Tagesordnung, das ist auch klar und es wird auch immer einen Geheimteil geben, wo man sensible Sachen erörtert, aber ich finde es doch wichtig, dass über die Bedrohungen, die in unserer Gesellschaft vorhanden sind, auch in so einem Gremium öffentlich getagt wird. Also viel mehr Transparenz. Und wenn wir auf diesem Schritt weitergehen, was ich nicht gut finde, will ich auch ganz deutlich sagen, ist, dass wir die Sphären vermischen. Deswegen bin ich für den Erhalt des Verfassungsschutzes und bin nicht der Auffassung, dass eine Nichtregierungsorganisation in eine Salafistenmoschee reingehen sollte, um da Erkenntnisse zu sammeln, sondern die Sphären sehr getrennt bleiben müssen. Polizei, Verfassungsschutz, Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft ermittelt keine Straftaten und recherchiert nicht, sondern hat eine andere Aufgabe. Aber dass wir es stärker verzahnen und mehr austauschen, das ist auf jeden Fall ein Plädoyer und meiner Meinung nach auch eine Erkenntnis aus dem Versagen bei NSU. Na, vielen Dank. Nun hat Herr Silkeit das Wort. Danke, Frau Vorsitzende. Ich habe zwei Nachfragen. Die erste Nachfrage resultiert einfach aus der Tatsache, dass ich nicht auf das Wortprotokoll warten möchte und das Gefühl habe, die Kollegin Pauer an einer Stelle falsch verstanden zu haben. Und da ging es nämlich um die Frage, da sagten Sie, Erlasslage Mecklenburg-Vorpommern, Sie haben keinen Hinweis darauf gefunden, dass fremdenfeindlich oder anderweitig politisch motivierte Hintergründe zu prüfen wären. Habe ich das richtig verstanden? Da würde ich Sie bitte um Aufklärung bitten, denn das wäre, würde also sich nicht ganz so mit unserem Bericht hier, der uns vorliegt, decken. Und die zweite Frage geht an Frau Michalic. Sie haben gesagt, und insofern möchte ich das gerne nochmal hinterfragen, dass Sie nicht zwingend alle Regelungen, Sie bezogen sich jetzt auf die Führung der V-Leute, nicht zwingend alle Regelungen im Gesetz haben müssen, sondern es könnten auch durchaus interne Vorschriften sein. Und da würde ich ganz einfach wirklich nur exemplarisch nochmal darum bitten, bezieht es sich nur auf die Führung von V-Leuten oder könnte das auch was anderes sein? Weil es geht ja letztendlich auch darum, Gesetze ja so transparent, aber auch so schlank wie möglich zu halten. Und wie weit, sagen wir mal, wären Sie da, Sie persönlich jetzt auch ganz konkret, zu Kompromissen bereit? Das sind meine zwei Nachfragen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Siltheit. Frau Pau. Das haben Sie nicht richtig verstanden. Ich verweise auf Ihren Bericht, Drucksache 6/3536, Seite 6, unten. Hier haben Sie, und das habe ich tatsächlich vorhin in Frage gestellt, wurde festgestellt, es ist jedoch festzustellen, dass sich auch bei den Ermittlungen in Mecklenburg-Vorpommern trotz einer Beteiligung von Verfassungsschutz und Staatsschutz keine hinreichenden Anhaltspunkte für einen möglichen politisch motivierten Hintergrund ergeben haben. Da habe ich vorhin kritisiert, aus dem Wissen, das wir uns im ersten Ausschuss erworben haben, dass weder der Verfassungsschutz noch der Staatsschutz jemals überhaupt nach einer möglichen politischen Motivation gefragt wurde, sondern sie wurden nur angefragt zum Thema Drogenkriminalität und dazu wiederum sind dann auch Erkenntnisse geflossen und auf diese Art und Weise ist man dann in die Irre, wie wir heute wissen, gegangen. Und der zweite Teil Ihrer Frage, deswegen vorhin Wortprotokoll, es ist tatsächlich so, auf Seite 7 im dritten Absatz stellt der Bericht hier dar, eine Regelung, die eine verpflichtende, regelmäßige Prüfung einer politischen Motivlage bei Gewalttaten im weiteren Sinne mit Einführung einer Dokumentationspflicht dieser Prüfung und eine regelmäßige Beteiligung des Staatsschutzes vorsehe, würde angesichts des oben angeführten Mengengerüsts, da gibt es eine Statistik, zu einer Überlastung der Fachdienststellen führen. Und dann wird aufgeführt, was man ersatzweise gemacht hat, also indem man eben nicht eins zu eins diese Empfehlung umgesetzt hat und wird verwiesen auf einen Erlass vom 3. April 2011, also vor dem 4.11. Um eine Frage, die ich eigentlich nur in den Raum gestellt habe, weil ich dazu weder hier im Bericht einen Beleg finde, noch in dem, was mir bisher an Material zugänglich ist, inwieweit dieser Erlass
oder die Umsetzung desselben auch zu den gewünschten Ergebnissen führt. Also ich ganz platt gesagt, ist es ausgeschlossen, wenn es zu so schweren Straftaten kommt mit solchen Schädigungen, dass man von vornherein auch in Mecklenburg-Vorpommern ein politisches, ein rassistisches Motiv ausschließt? Oder aber ist diese Lücke nicht geschlossen? Das war eigentlich der Punkt meiner Nachfrage. Wie gesagt, das müssen wir auch nicht hier zu Ende erörtern. Das ist eigentlich nur ein Punkt, wo wir gemeinsam, denke ich, schauen sollten, wie man am besten diese Empfehlungen, die uns auch Experten in mehreren Bundestagsanhörungen, sowohl aus dem Bereich der Justiz, der Polizei, aber auch der Forschung ans Herz gelegt haben, dann in die Praxis umsetzt. Also keine Kritik daran, dass sie es anders machen, sondern die Frage eher, führt das zu den gewünschten Ergebnissen? Gibt es dazu eine Evaluation oder wo müssen wir vielleicht auch gemeinsam noch nach bester Praxis gucken? Ja, vielen Dank, Frau Michalit. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sie haben mich missverstanden. Also ich plädiere schon dafür, klare gesetzliche Regelungen vorzusehen im Hinblick auf die Kriterien der V-Leute-Führung. Also es sollte schon gesetzlich geregelt sein, zumindest in Grundzügen. Selbstverständlich muss man dann im Einzelfall unterscheiden, was steht im Gesetz und was muss sozusagen in ausführenden Bestimmungen dann sozusagen über interne Regelungen dann nochmal etwas detaillierter festgelegt werden. Aber ich bin zum Beispiel sicher, dass man im Gesetz durchaus regeln kann, was zum Beispiel die Rotation der V-Leute-Führung betrifft, damit wir halt eben nicht solche Dinge erleben, wie wir das beispielsweise halt eben auch im V-Mann-Bereich Corelli hatten, ja, dass sich da so enge Beziehungen entwickeln beispielsweise. Also dass man da zum Beispiel eine Höchstdauer festlegt, wie lange ein bestimmter V-Mann-Führer eine V-Person halt eben führt und dass da halt eben entsprechende Regelungen vorgesehen sind. Was man meiner Ansicht nach auch gesetzlich regeln kann, wäre die Vorschreibung einer lückenlosen Dokumentation. Was ist sozusagen eigentlich in diesen Tätigkeitsberichten festzuhalten, beziehungsweise wie sind diese zu führen? Auch dass man dann eben gewährleisten kann, dass am Ende in der Auswertung auch tatsächlich alle Informationen ankommen, die eine solche Quelle liefert. Also ich bin mir sicher, dass man im Hinblick auf die Dokumentation, Weitergabe von Informationen an die Auswertung, Rotation, dass das ganz wichtige Voraussetzungen sind, die man halt eben auch gesetzlich durchaus schon ziemlich klar formulieren kann und gut festschreiben kann. Was dann Fragen der Aus- und Fortbildung beispielsweise angeht, sowohl der V-Mann-Führer als eben auch der Auswerter oder auch Fragen des internen Controllings, wie das dann alles nachvollzogen werden kann. Ich glaube, das kann man dann durchaus dann noch in weiteren ausführenden Vorschriften regeln, aber die Grundzüge zumindest, die sollten doch schon im Gesetz feststehen. Ja, nun hat Herr Ritter das Wort. Ja, schönen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will zum Anfang weil wir ja Wortprotokoll machen, noch mal klarstellen, dass meine Nachfrage zum Generalbundesanwalt sich natürlich nicht auf die Debatten in der PKK bezog. Ich bin ja nicht töricht, sondern auch auf Debatten hier im Innenausschuss zum ersten Zwischenbericht der Landesregierung zum Beispiel. Und gab zwischenzeitlich auch mal eine Pressemitteilung des Innenministers, der der übereifrigen Opposition empfohlen hat, doch selbst beim GBA nachzufragen. Aber das nur am Rande. Wir befassen uns heute ja mit den Umsetzung der Schlussfolgerungen aus dem Abschlussbericht des Bundestags PUA. Da gab es den ersten Zwischenbericht der Landesregierung auf Grundlage unserer gemeinsamen Beschlussfassung. Jetzt liegt der zweite Zwischenbericht vor. Ich weiß nicht, ob der Ihnen schon zugänglich ist. Aber der zweite Zwischenbericht nimmt an vielen Stellen Bezug auf den ersten Zwischenbericht. Und dort heißt es, ich zitiere mal kurz aus der Drucksache, bereits im ersten Bericht wurde dargestellt, dass die mit den Empfehlungen thematisierten Defizite grundsätzlich hinreichend berücksichtigt werden. Zitat Ende. Heißt für mich, dass wir sozusagen in Mecklenburg-Vorpommern auf einem guten Weg sind, weil wir alles schon berücksichtigen. Deshalb meine Nachfrage, ob Ihnen derlei grundsätzlich positiven Bewertungen zur Umsetzung Ihrer Empfehlungen aus anderen Bundesländern auch so bekannt sind oder ob man da in den Bewertungen und Schlussfolgerungen etwas vorsichtig ist, als hier im Bericht der hiesigen Landesregierung dargestellt. Wer möchte antworten? Der Vorsitzende, bitte sehr. Ja, noch einen kurzen Workshop. Also wir haben zum einen gar nicht von anderen Ländern irgendwelche Berichte bekommen, wo jetzt gesagt hat, bei uns ist der Umsetzungsstand so oder so. Deshalb verbietet sich eigentlich ein objektives Urteil. Wir haben Einzeleindrücke, die auch nicht abschließend sein müssen. Ich habe zum Beispiel in Berlin den Eindruck gewonnen,
auch durch persönliche Auftritte, dass die im Bereich der Fortbildung sehr viel machen und sehr engagiert sind. Wir haben natürlich nachvollziehbare Veränderungen im Bereich der Bundesbehörden, wo schon auch natürlich das BEV uns heute zu Recht sagt, wir haben eine Menge auf den Weg gebracht, verändert, gibt eine neue Abteilung wieder, Rechtsextremismus, andere Dinge mehr. Also da können wir es belegen. Aber jetzt bei den Ländern fühle ich mich jetzt außerstande zu sagen, ich kann nur so viel sagen, wir haben von den meisten gar keine Rückmeldung, was sie getan haben, wissen es also gar nicht, ob andere Länder überhaupt was gemacht haben. Das glaube ich schon die meisten, aber in welchem Umfang, in welcher Intensität, wissen wir einfach nicht. Und man muss vielleicht auch unterscheiden, wenn wir jetzt hier schon auch einen Wunsch äußern, zu sagen, wir hielten eine Untersuchung schon für notwendig, muss man auch trennen, der Reformbedarf und was wurde verändert, dafür brauchen Sie keinen Untersuchungsausschuss. Das können Sie im Innenausschuss jede Woche abfragen. Ja? Wenn Sie aber noch mal wissen wollen, wie wurde damals gearbeitet, wie war die Erkenntnislage nach dem 4. November, was hat man da gewonnen seitens auch GBA, BKA, gab es einen regionalen Ermittlungsabschnitt hier, weiß ich gar nicht, ob es den gab, da wäre dann ein anderes Format notwendig. Vielen Dank. Als nächstes habe ich Herrn Suhr. Ja, ich möchte ja da gerne noch mal ansetzen, und zwar mit zwei Fragen. Die erste, Herr Binninger, Sie haben ja sehr großen Wert darauf gelegt, oder Sie haben gesagt, ein zentraler Schwerpunkt Ihrer Veränderungswünsche lag im Aus- und Fortbildungsbereich. Jetzt haben wir das Jahr 2016, also 5 nach 2011. Und die interessante Frage ist ja am Ende des Tages, inwieweit sich tatsächlich Dinge umgesetzt haben. Da haben Sie gesagt, das war nicht unser Auftrag, das kann ich gut verstehen. Aber wenn Sie einmal zwei Dinge in Augenschein nehmen und auf der einen Seite hergehen und sagen, beim Thema Verfassungsschutz, beim Thema Polizei, Behörden insgesamt, Aus- und Fortbildungsbedarf und dann das Berliner Beispiel vortragen, also wo Sie sagen, naja, da hat sich eine Menge getan. Was sind denn die Schlüsselelemente, dass Aus- und Fortbildung dazu beiträgt, dass Sensibilität erhöht wird, möglicherweise auf Straftaten hinsichtlich ihrer politischen Motivation anders geguckt wird und so weiter? Was sind aus Ihrer Kenntnis, weil Sie gerade Berlin ansprachen, vielleicht Best-Practice-Beispiele? Und ich will in dem Zusammenhang auch das Thema Mentalitätswechsel nochmal zu sprechen kommen. Mentalitätswechsel bei Beibehalt personeller Kontinuität. Was ist denn Ihre Vorstellung oder haben Sie sich darüber überhaupt ausgetauscht, was ich tun müsste, um einen Mentalitätswechsel bei Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen herbeizuführen, die möglicherweise schon 10, 20 oder 30 Jahre im Job sind? Also bei mir ein Mentalitätswechsel, in welche Richtung auch immer herbeizuführen, bei etwas, was ich schon jahrzehntelang mache, ist ein anspruchsvoller Prozess vermutlich. So dass das nicht nur eine Worthülse bleibt. Gibt es da Vorstellungen? Herr Binninger, bitte. Ja, mit der Außenfortbildung. Ich will es nochmal betonen. Ich glaube, dass wir alles, was wir bei Außenfortbildung erreichen können, Sensibilität, Erkenntnisse über den Bereich des Rechtsextremismus, Vermeidung von Ermittlungsfehlern, bessere Zusammenarbeit von Behörden, Kommunikation bei solchen Ermittlungen, Berücksichtigung von anderen Gegebenheiten, können Sie dann am nachhaltigsten vermitteln, wenn Sie diese Inhalte nicht jetzt theoretisch verteilt auf Module irgendwie anbieten, sondern wirklich am konkreten Fall des NSU mit klaren Bezügen in die Außenfortbildung einfließen lassen. Und da kenne ich jetzt, die Berliner machen es in Form von Vorträgen halt, deshalb war ich da mal dort und das hat mir sehr imponiert, dass die mal gesagt haben, jetzt holen wir eben mal alle im LKA die Staatsschutzdinge machen zusammen und holen einen Referenten aus dem Parlament, der soll referieren und anschließend wird diskutiert. Das ist schon mal ein ganz guter Schritt, ja, mit denen, die am Thema arbeiten. Aber ob es wirklich irgendwo gelungen ist oder überhaupt, ob man die Absicht hatte, diesen Fall aufzunehmen und wirklich an diesem Fall die Fragen einfließen zu lassen, das weiß ich nicht. Ich habe meine Zweifel. Das
glaube ich, können wir auch gar nicht so erfahren, weil wir nicht den Überblick haben. Da wäre wiederum die IMK und die Justizministerkonferenz der richtige Adressat, wirklich mal nachzufragen, gibt es im Fachhochschulstudium für den gehobenen Dienst bei der Polizei oder im Studium beim Verfassungsschutz oder auch bei der Fortbildung der Staatsanwälte oder sogar auch in der Grundausbildung für Ermittler bei der Polizei, taucht irgendwo dieser Fall auf und wird dann daran gearbeitet oder ist es eher so, es ist zwar vielleicht kurz die Überschrift, aber dann wird es wieder theoretisch. Das wäre nicht in unserem Sinne. Deshalb glaube ich, den Fall zum Gegenstand der Fortbildung zu machen und daran die Dinge anzuknüpfen, die wir brauchen, dann wären wir auf dem richtigen Weg. Mentalitätswandel bei Leuten, die schon 20, 30 Jahre das Gleiche gemacht haben, das wäre im Prinzip ja der erste Ansatz. Wenn jemand 20 Jahre beim Verfassungsschutz oder bei der Polizei auf der gleichen Stelle sitzt, ist im Prinzip schon nicht das, was man sich ja eigentlich erhofft. Also mehr Rotation, auch Betreuung mit neuen Aufgaben, andere Berufsbilder auch einfließen lassen, auch Wechsel zwischen Verfassungsschutz und Polizei, halte ich für gut. Haben wir ja in Teilen gehabt, aber eher eindimensional. Polizei geht zum Verfassungsschutz, ist ein paar Jahre dort, geht wieder zurück zur Polizei. Solche Dinge, glaube ich, wären auch notwendig, um das aufzubrechen. Viel Führungsverhalten, logischerweise. Auch dort keine eindimensionalen Karrieren, nach dem Motto einmal Abteilungsleiter Rechtsextremismus, immer Abteilungsleiter Rechtsextremismus, weil das vielleicht nicht so gefragt ist und dann muss es derjenige immer machen. Also all das, darauf muss man, glaube ich, achten, damit hier ein Mentalitätswandel entsteht, bis hin eben auch zur Öffnung, Signale von Öffnungen, wo können Mitarbeiter von Diensten teilnehmen an Veranstaltungen, auch an öffentlichen, um auch die Arbeit transparent zu machen und nicht alles so unter diesem Mantel, naja, wir sind eigentlich, alles ist geheim bei uns, wir reden am liebsten über nichts, nicht mal untereinander. Ja, was dann dazu führt, dass die Informationen liegen bleiben. So würde ich es da ansetzen, aber das können Sie nicht verordnen durch Gesetz. Das ist eine Aufgabe, die wird dauern. Man kann es immer wieder nur versuchen zu überprüfen, einzufordern. Man sieht ja selber, wer Behördenchefs sind. Und wenn ich das mir mal erlauben darf, wir hatten ja jetzt bei der Sachverständigenanhörung den Leiter des AK, was ist? Zwei? Vier. Zwei ist Polizei, gell? Das AK4 da, also Arbeitskreis Verfassungsschutz der Innenministerkonferenz, das ist, glaube ich, der Abteilungsleiter war das aus NRW. Ja. Da waren wir uns alle einig, so sieht ein gelungener Auftritt aus eines modernen Verfassungsschützers. Wirklich. Selbstkritisch, nicht verdruckst, dort notwendig Geheimhaltung, notwendig, offensiv und so weiter. Also das hat uns sehr gut gefallen. Ja, und solche Leute brauchen wir und das ist auch Aufgabe von Innenministern, Führungspersonal für diese Sicherheitsbehörden immer auch zu gewinnen und da auch entsprechend engagierte und gute Leute zu finden. Dann glaube ich, wenn Sie oben an der Behördenspitze jemanden haben, der sagt, alles ganz nett, was die Parlamentarier machen, aber jetzt warten wir mal ein paar Wochen und dann ist wieder wie immer, dann wird es schwierig. Es muss schon von der Behördenspitze her mitgetragen werden. Vielen Dank, Frau Dr. Högel. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne zwei gute Beispiele ergänzen, Herr Sohr, weil zum Mentalitätswechsel habe ich auch auf die Frage von Herrn Müller vorhin schon ausreichend geantwortet, was meine Position da ist und unterschreibe auch das natürlich, was Herr Binninger gesagt hat. Ein gutes Beispiel nochmal Berlin. Die laden nicht nur Abgeordnete ein, um zu berichten über NSU, sondern ich habe es selbst auf einer Führungskräftetagung erlebt, wo auch die Berliner, sonst sehr aufgeschlossenen und nicht zu kritisierenden Führungskräfte, alle so ein bisschen so da saßen, was soll ich jetzt hier nochmal über NSU sprechen, wo eine Anwältin einer Familie eines Opfers des NSU einfach nur, ohne es zu kommentieren, hintereinander die Fragen aufgelistet hat und vorgetragen hat, die den Angehörigen des Opfers gestellt wurden von der Polizei. Zunächst mal ohne Kommentierung und nicht mit dem ganzen Vortext, das war institutioneller Rassismus und das war in eine Richtung geprägt, sondern schlicht die Fragen, die Vernehmung. Das war ja auch das, was wir uns angeguckt haben. Und ich habe richtig gesehen,
wie den Führungskräften der Berliner Polizei die Augen geöffnet wurden. Und die fanden hinterher, das haben mir auch mehrere gesagt, diesen Vortrag sehr erhellend und einleuchtend. Und das hat ihnen, mit denen ich gesprochen habe, mehr gebracht und gegeben als ein Vortrag über institutionellen Rassismus. Und das ist ja das, was Herr Bindinger sagt. An dem konkreten Fall NSU, wenn man daran arbeitet, das ist viel sinnvoller und wirksamer im Bereich der Fortbildung, als wenn man theoretische Abhandlungen über Rechtsextremismus im Allgemeinen und Besonderen bei der Fortbildung hat und in die Fortbildungsordnung schreibt. Und noch ein letztes Beispiel, mache ich etwas kürzer, aber vielleicht können Sie sich das auch mal anschauen. Der niedersächsische Verfassungsschutz hat unter einer neuen Präsidentin nach dem Regierungswechsel dort, hat gesagt, wir waren zwar kein Tatortland, bei uns ist glücklicherweise kein Mord geschehen, aber wir nehmen das zum Anhaltspunkt, um anlässlich der Fehler und Versäumnisse und des Versagens des Verfassungsschutzes im Bereich von NSU durchzudeklinieren, wie das in Niedersachsen gelaufen wäre und einen umfassenden Reformprozess anzuleiten. Und ich denke, das kann man auch an anderen Stellen machen. Das fand ich jedenfalls, unabhängig davon, dass ich da auch ein bisschen Erkenntnisse habe einfließen lassen von unserem Untersuchungsausschuss, fand ich das eine gelungene Herangehensweise zu sagen, wir krempeln jetzt den Verfassungsschutz mal gründlich durch. Danke, Frau Pau übernimmt. Eine ganz kurze Ergänzung zum Thema Aus- und Fortbildung. Ich kenne jetzt nicht den zweiten Bericht, der Ihnen hier vorliegt. Uns ist der erste übersandt worden und da war mir aufgefallen, dass auf Seite 13 darauf verwiesen wurde, dass es 2014 erstmals eine eintägige Fortbildungsveranstaltung für Führungskräfte zu Integrationsthemen gegeben hat. Das ist sicherlich sehr gut. Ich nehme an, im zweiten Bericht findet sich dann auch was zur mittleren und unteren Ebene, was die Beamtinnen und Beamtenangestellten betrifft, weil das halte ich für ganz, ganz wichtig und begegnet uns eigentlich auch egal, wo wir unterwegs sind. Und ich möchte Sie verweisen auf eine bemerkenswerte Studie der Polizeifachhochschule Sachsen-Anhalt zum polizeilichen Umgang mit migrantischen Opferzeugen. Sie stammt aus dem vergangenen Jahr und dort wird festgestellt, ich zitiere, die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass mangelnde Sensibilität im polizeilichen Umgang mit migrantischen Opferzeugen in vielen Fällen des polizeilichen Einsatzgeschehens bei politisch motivierter Kriminalität nicht von der Hand zu weisen ist. Und wenn man dann weiterliest, dann kommt genau der Punkt, dass diese Sensibilisierung, Fortbildung, Frau Högel hat vorhin auch schon Beispiele genannt, sich wirklich durch alle Ebenen und Bereiche ziehen muss und dass das auch keine einmalige Sache ist, sondern von der Ausbildung weiterführend immer wieder stattfinden sollte. Nur so viel vielleicht noch. Ja, vielen Dank. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, bleibt mir nur noch übrig, mich ganz, ganz herzlich bei den vier Anführerinnen zu bedanken, auch für ihre Geduld, die sie mit uns hier hatten und für diesen Aufwand. Ja, und sehr geehrte Damen und Herren, damit schließe ich die 93. Sitzung des Innenausschusses.